Hey, Pulmoll, aufstehen. Ich verbanne da gerade lauter kleine Blumen. Wieso jetzt? Verbannt! Ich laufe ihm hin und setze ihm den Hut auf und schrei verbannt. Du klaust so viele Ideen von Domi heute. Verbannt? Nee, das wäre schwul. Ja. Dann setze ich ihm eben dein Käppi auf und schrei verbannt. Mein Gott. Nee, du kriegst mein Käppi nicht. Wollen wir wetten? Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Ja, wenn die hier Spaß haben, habe ich auch meinen Spaß. Wieso sehe ich jetzt hier den Feuerregen kanalisieren, bitte? Ich sehe den Feuerregen kanalisieren, wieso? Tja. Frag deinen Hexenmeister mal, wieso kanalisiert er einen Feuerregen, während du Auge von Kirrok machst? Er wird niemals damit rechnen, dass wir von oben kommen. Ah! Ich stehe mal wieder auf. Auch nicht direkt in die Mobs reinspringen, wenn die noch nicht getankt sind. Sie haben nicht damit gerechnet, dass ich komme. Ich habe meinen Fuß gebrochen und die Zeit konnten sie nutzen. Der Zuschlag, das ist wie bei Zombies. Jetzt kann ich was ganz Fieses machen. Lass ihn frei. Ich weiß nicht, okay. Wie kann man ihn wieder freilassen? Mach mal drauf, Carsten. Mein Gott. Also Blizzard hat den Hexern eindeutig zu viele Sachen zum Spielen gegeben. Ja, das hat Paolo doch auch schon gesagt. Mein Gott, Gustav, die Fliege ist wieder da. Ja. Und sie nervt schon wieder. Ja, was denn sonst? Was musst du von fliegenden Fliegen erwarten? Na dann. Ruf da! Auf die Nuss! Sind die alle weg? Den ersten vier habe ich nicht gemacht, ne? Okay, ich habe den zweiten vier gemacht. Der ist ja dann nochmal in eine andere Richtung getrieben. Ach du und dein Inventar. Jetzt müssen wir einen von den Teilen da einsammeln. Ich habe auch keinen Inventarplatz mehr. Also so eine dämonische Runde weg. So, und das Ganze dann das Quest-Item drauf anwenden. So, und diesmal nicht die Gruppe verlassen, sondern nur aus dem Dungeon teleportieren. Eine gute Idee. Weil nicht, dass es mir wieder so geht, dass ich wieder meine Quests nicht abgehe. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Ja. Hey, Botschafter. Habt ihr übrigens gewusst, er ist der bayerische Friedensbotschafter. Trink mal der Seidelmass, dann sind wir alle wieder Freund. Rally. Seidelmass, okay. Seidelbier wollte ich sagen, aber gut. Das Ding hat Ohrringe. So, zumindest bin ich in der ganzen Indie Level 39 geworden. Ja, ich auch. Ja, ich weiß. So, und noch eine, ja okay, erst verkaufen, stimmt.
krass, dass du nicht auch noch zufällig? Nee, ich bin kein Ingenieur. Schau ja aus wie Ingenieur. Jetzt wollt ihr meinen Rundstein verkaufen. Jo. It's all about the money, money. Kitching, kitching. Kitching, kitching. Kitching, kitching. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold und leere Taschen. Mhm. Nein! Du bist ein Held. Aber weißt was? Ich bin aus Versehen einen Schritt zurückgegangen. Ich war anstelle auf der W auf der S-Taste. Ich wollte eigentlich nach vorne. Okay, dann meld mal nochmal Inni an. In der Zwischenzeit gehen wir mal in die Richtung hier. Nee, wir reiten im Kreis und nehmen Inni an. Ich bin Magnumeregan jetzt auch schon fast auf. Respekt. Nimm Ando Bubbleheiler, da waren wir schon drin, oder? Ja, da waren wir schon. Jetzt habe ich die Quest abgebrochen. Irgendeine Quest hatte ich irgendwie übersehen oder so. Ja, gut, dann. Ach nee, das ist wieder die. Nee, da verlaufe ich mich hundertprozentig wieder. Gott. Habe Erbarmen mit mir. Das kannst du mir nicht antun, das ist auch der Mode. Das sind nur meine wieder, das sind nur Trucks. Wieder hoch, wieder aus. Wir haben diesmal zwei Mönche dabei. Heilermönche und die Demon. Was ist sonst? Ich bin mir das nicht. Was sollen bei uns noch mit drin sein? Wird auch zwei, die Mönche sein können? Sowas immer auf Dauer nicht haben von solchen Viechern, diese Sterbegeräusche. Vor allem, das sind die Grunzer so schlimm, wenn man hier scheiß Kicke. So blöden Stachel oder Schweine oder was auch immer. Stachel. Du bist verbannt! Ja, Leute sind verbannt. Sie sind in dem OP dauert noch ein bisschen. Ja, wisst ihr mal. Soll Feuer auf euch niederregnen. Ich glaube, ich sollte mein Pet mal wieder ein bisschen heilen. Leute, ich war total gerührt von Timons Geburtstagsvideo. Ich hab fast geheult. Ach ja, stimmt. So das schön, das Video war. Das haben wir ganz vergessen. Chrissy hat ja heute immer noch Geburtstag. Stimmt, ich habe heute Geburtstag. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, hat er zwar schon lange nicht mehr Geburtstag, aber egal. 26.04. Ja. Der ist heute. Gott, ey. Wo läuft denn der bitte jetzt rum?
Kannst du mir halten, wenn du ihn aus der Weihe rausführst. Naja, der hat immer noch Acker auf dich. Da ist nicht viel mitgehalten. Das ist immer so cool, wenn man seinen Job zu machen hat. Scheiße, ne? Ich habe mich mal eiskalt hingesetzt und habe denen beim Sterben zugeschaut. Habe so getan, wie wenn ich reinlaufe und dann sind die schon wieder losgefetzt. Dann habe ich mich hingesetzt und habe zugeguckt. Da bin ich eiskalt. Also mit mir als Tank hat man es echt nicht leicht. Ja, vor allem du bist der Tank, der immer gleich mittelfrei seine Agro hat. Als Tank habe ich mich noch nie über Agro beschwert, weil es ist mein Job, Agro zu haben. Bin ich nicht ernsthaft gestunt? Ich war Magro! Selbst auf neue Gesundheitssteine machen. Der Mönch hier war fast tot. Aber nur fast. Ja. Das muss man hier zugute halten. Nur fast. Ah, ich kann wieder einen Seelenstein geben, sehr schön. Gerade eben wäre ich fast gestorben. Ui. War zu lange wach. Ja, war gestern wieder 3 Uhr morgens, ne? Mhm. Heute. Es war heute 3 Uhr morgens. Mhm. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Es hat nur der Krabbenburger gefehlt. Na, Kinder, 3 Uhr morgens. Wobei, ich hab schon um 3 Uhr morgens Krabbenburger gegessen. Krabbenburger noch keine. Aber ich hatte eine Krabbensemmel im Norden beim Timon. Ja, wir haben Timon gefunden. Ja, wir haben ihn gefunden, aber es war der Real-Life-Timon. Ja, am anderen Ende von Deutschland. Der Mensch Timon wäre mir lieber gewesen, aber gut. Den nehmen wir auch, ne? Wir hätten ihn mitnehmen sollen. Er kommt doch jetzt dann auch ja. Zu. Aber wir hätten ihn gleich mitnehmen sollen. Ja, und dann? Ich muss arbeiten. Hätten wir einen Timon gehabt. Super. Ganz toll. Was hättest du mit dem gemacht dann unten im Zimmer? Irgendwo im Keller eingesperrt oder was? Warum nicht? Ja, den Ausstellungsschrank. Ich pull schon mal den nächsten. Ist es nach dem Motto mein erster Timon? Mein erster Timon. Das war mein erster. Ah, cool, ich bin mich gerade selber um auch nicht schlecht. Und was? Reflexion! Halber Leben runtergehauen. Da solltest du keinen Chaos-Bolt machen, wenn wir die Damage reflecten, weil der one-hittet dich selber. Ja, das Problem hatte ich mit Magier schon immer. Oh, der hat einen Random-Drop gemacht. Die Fackel! Ja. Ich hab sie gerade bekommen. Wie nett. Der Junge kriegt dann jetzt. Aber jetzt sind wir dann gleich Level 40 und dann können wir noch schneller reiten und dann können wir wieder Queste und mit dem schneller Reiten müssten wir theoretisch nochmal nach Stunden zurück oder so. Das heißt, das. Scheibe. Aber nachdem wir 1000 Laden questen, ist das vollkommen egal. Ja, da braucht man keinen Mount. Ein Boot. Mit dem Boot. Eine Flussachi. Okay, irgendwie ein bisschen Sprachfehler. Eine Fluss. Scheiße, eine Schifffahrt, die ist lustig. Es fängt beim Verlust der Muttersprache an. Was hast du gesagt? Kann ich nicht hören.
Es ist so dunkel hier drin. Es ist hier drin aber gar nicht dunkel. Oh Gott. Der Raum täuscht nur vor, hell zu sein, aber in Wirklichkeit ist es dunkel. Der Raum ist ein Verräter. Der Raum will nur, so tun. Die sind alle auf Aggro gewesen, deswegen habe ich sie weggeführt. Wenn du da reinrennst. Ich bin nicht reingerannt, ich habe reingehauen. Hol mal gleich den Boss, bevor sie irgendwie anders wieder macht. So ist richtig. Scheiße, der stirbt. Heiler, rett meinen Hund! Mein Gott! Mach's doch selber. Du kannst es wenigstens im Kampf machen. Das kostet nur unnötig Zeit. Ich habe als Heiler damals immer alles mitgeheilt. Bei mir ist kein Pet gestorben, nichts. Hast du heiß Pets? Ja, die heile ich automatisch mit. Ja, so nett bin ich. Ganz spontan diesen Lied drauf. Sein Bauch grummelt, das ist gerade verdammt gruselig. Ich hab halt noch nicht wirklich was gegessen. Oh, bei mir gab's halt schon Sauerkraut und Pfefferweiße und Kartoffeln und Fleisch. Bauernseife und so. Leberwurst. Jetzt hab ich Hunger. Bro. Weil mir als ich vorher gehabt hab. Dabei fällt mir nur eins ein. Banane. Gebackene Bananen mit Honig. Grüße an Fion. Nee. An dieser Stelle. Oh ja. Ich hätte jetzt echt Bock auf Running Sushi. Ja, wäre nicht schlecht. Natürlich ist diese Zauber bereit. Jetzt wird's mir verdammt heftig, ey. Es ist fast schon wie ein Gewitter. Es legt sich gleich wieder. Das hat man bestimmt, im Mikro gehört. Kilians Magen grummeln. Falls mir kein geeigneter Folgentitel bei einfällt, sage ich einfach, ich nenne die Folge einfach, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ja, er hat Hunger. Und das ganz schön viel. Der hat den Wahnsinn in den Augen. Den Wahnsinn. Ich verbann den Zwerg dahin. Geht nicht. Das kam jetzt irgendwie komisch, weil diese beiden Bildschirme jetzt gleichzeitig gehört. Ja. Yeah. Schöne Doppelstimme gesprochen. Ich wusste es, der ist doch geheim. Er ist Arthas! Er ist insgeheim ein Todessoldat.